It's two time. Ja, heute mal wieder ein Unboxing, so ein mittleres, sage ich mal dazu. Und ja, jetzt sollte mal langsam mal wieder Losi-Teile drin sein und nicht so verstaubte Sachen. Wollen wir mal gucken. Und zwar mache ich das jetzt mal wieder frei Hand. Ich hoffe, dass die Rechnung nicht oben liegt. Und Beziehungsrechnung ist ja bezahlt. So, das kann weg. Hoppala. Ja, diesmal live, falls ihr mir das nicht geglaubt habt. Beim letzten Mal habe ich wirklich nicht reingeguckt, wo ich das mit einer Hand jetzt hier nicht so machen wollte. Jetzt sehe ich manchmal, wo ich herschneide. Hoffentlich in die neuen Losi-Teile rein. Es ist aber auch ein wabbeliger Karton, der so ein wenig schon hier gelitten hat. Da schimmert ja schon was durch. Ja, heute fülle ich mal mit Handylampe. Ach, was ist das denn? Verkehrt rum. Moment, einmal drehen. Simsalabim. Aha. Ja. Da geht dann ja die Hose auf. Ist das geil. Ja, da steht hoffentlich kein Name drauf, sonst kann ich wieder schneiden. Nein. Gut. Ja, wie ihr seht, ich habe da ja schon angekündigt gehabt, dass ich mir das mal besorge, und zwar ist das Pustefix, nicht in Flaschen, sondern Pustefix transportabel. Also ab in eine Steckdose, und soweit ich weiß, ist das auch wartungsfrei, das Ding. Und da der Karton jetzt so ein bisschen ramponiert aussieht, hat ist das deswegen, weil das jetzt eine zweite Wahl ist, beziehungsweise general überholt ist, wo teilweise kein Karton mehr dabei ist und so. Und diesmal haben sie dann doch noch irgendwie den Karton da zerfleddert dran gekriegt, aber das macht nichts, Hauptsache das Ding funktioniert. Und jetzt hole ich den erstmal aus dem Karton raus. Ich muss euch jetzt aber mal kurz beiseite legen. So, da sind wir wieder. Ja, 3 Jahre Garantie ist da nicht drauf. Soweit ich weiß, ist da jetzt nur 1 Jahr Garantie drauf. Aber da ich den ja nicht so viel benutze und ja, je nachdem mit an Rennstrecke schleppen. Das kommt darauf an, wie das Handling damit ist. Und naja, da stehen nochmal die Features auf Englisch drauf. Jetzt muss ich mal gucken, ist so ein Lichtreflex. Ja, jetzt kann man es sehen. Also ich sage das jetzt mal einfach aus dem Kopf raus. Also bei mir ist jemand am Boxen laienhaft und nicht professionell. Aber egal, es geht ja einfach nur um die Sache. Und zwar, jetzt stört mich das Licht aber doch ein wenig hier. Moment mal. Ich muss mit dem Finger gucken, wo die Lampe ist. Da. So, jetzt mache ich es mal einfach aus. Ja. Also erstmal ist da ein Fachbeil. Da passen, glaube ich, 3 Meter Schlauch rein mit einem Adapter. Dann soll hier so eine Füllpistole drin sein, also mit Druckanzeige für die Reifen, was auch immer. Ja, nochmal so ein Adapterstück, keine Ahnung. Also ich werde da nicht meine Reifen mit aufpumpen. Oder Schlauchboot, vielleicht später mal. So, dann sollen hier 10 Teile sein. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, mit denen sind es 10. Es gibt einen, der so ähnlich ist von irgendeiner Marke. Da sind nur 8 Teile dabei. Naja. Und der ist an für sich original, ist ja glaube ich von Einhell. Aber ich bin nicht ganz sicher. So, jetzt wird mir der Finger hier an der Lampe warm. Ich muss euch nochmal kurz beiseite legen. Dann tue ich mal den Außenkarton abmachen oder auch mal rumdrehen. Oh, wie das heißt, das gibt es ja gar nicht. Ist das eine heiße Lampe? Ja, wie interessant. Jetzt haben wir, hoppala, jetzt haben wir die Rückseite und noch ein Aldi-Aufkleber mit dem Preis. Jetzt ist wieder die Lampe so scheiße. Die muss ich irgendwie ausschalten. Die habe ich vergessen auszuschalten. Naja, das geht. Ja, knappe 500 Euro. Das ist ja der Knüller schlechthin, für was ich das nämlich bekommen habe. Und verrate ich es euch, vielleicht beim nächsten Mal. Da könnt ihr ja mal googeln, was ich dafür bezahlt habe und dann in die Kommentare schreiben. So, jetzt kann ich, jetzt hält es mich nicht mehr, jetzt muss ich das Ding auseinanderreißen und das geht jetzt uns wirklich nur mit beiden Händen. Also einen Moment. Abracadabra, oder wie ging das? Simsalabim, da sind wir wieder. Und das blöde Licht, das leuchtet immer noch. So, hier ist die Futterluke. Was haben wir da alles Schönes drin? Ich hoffe, das verwackel ich jetzt nicht so. Ist ja hier auf, irgendwie auf Presta alles drin.
Am besten hole ich erstmal den Schlauch raus. Meine Güte, das haben wir aber gut da reingezwiebelt. Das geht doch gar nicht mit einer Hand da raus. Oder ihr werdet wieder beim Zugucken seekrank. Doch, ich hab was. Boah, das ist aber ein fetter Schlauch. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ja, der ist ja auch irgendwo fest, das Logo, ne? So, Netzkabel ist auch feste. Jetzt kommt die Pistole zum Auffüllen. Ja, da werden dann die Losi-Reifen befüllt mit. Geil. Ja, wie auf den Bildern. Anleitung. Bestimmt auch wieder sehr spektakulär. Muss ich mal reinschreiben, wie man die Batterien da rum reinmachen. Ne? Ja, mal gucken, was wir da haben. Ja, ist jetzt nicht der Burner so, aber jetzt zeige ich das trotzdem einmal. Doch, das war's schon. Ja, der Rest ist alles nur Gedöns. Weg damit, braucht kein Mensch. So, wo sind die 10 Teile? Ich wollte gleich schon den Verkäufer anschreiben, hab da vergessen. Und das hat er wahrscheinlich auch. Ja, hier sind nicht nur ein paar Teile drin. Wo ist der Rest? Na klar, bei mir fehlt es wieder. Ich krieg einen Plug, kriege ich. Also, jetzt muss ich euch beiseite legen, ich muss nochmal genauer gucken. Ja, es gibt ja nichts Schöneres, als wenn Teile fehlen. Habe ich erstmal einen kleinen Schrecken gekriegt, aber jetzt hat sich das herausgestellt, dass das unbegründet war. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und das da sind 10. Alles da, super. Jetzt muss das Ding nur noch laufen. Und was ist das hier für eine Sprache? Keine Ahnung, vielleicht kann das mal einer übersetzen. Und ja, was soll's. So, jetzt hole ich mir erstmal eine Steckdose dafür und dann schmeißen wir das Ding mal an. Ja, öfters mal was Neues. Lach mich weg. Also, wenn ich mich nicht ganz irre, ist das Dänisch hier, was ich mal gerade nicht mächtig bin. Nicht besonders. Wenn jetzt hier vielleicht Surström drauf gestanden hätte oder, ja, wie heißt das nochmal? Butterbrot, ne? Sagen Sie da nochmal zu, kommt, ja, fällt mir jetzt nicht mal ein, egal. Jetzt bin ich zu aufgeregt, jetzt wird das Ding angeschmissen. Feierabend. So, ich richte das mal auf, falls das stehen muss, weil das ist vielleicht wartungsfrei, hoffe ich. Da steht noch so ein toller Aufkleber, muss ich auch mal von hinten zeigen. Ja, ganz sauber ist das Ding nicht, also man sieht die Gebrauchsspuren. Aber wenn er jetzt anspringt, ist das okay? Ja. An sich kann man es auch hinlegen. Hier sind ja so Muffen dran. Also das muss man glaube ich gar nicht hinstellen unbedingt. Dann lasse ich es für die Optik einfach mal liegen. Also wenn ich mal ab und zu mit der Kamera woanders hinschwenke, müsst ihr mir verzeihen. Vielleicht ist das auch fürs Hinlegen gedacht. So, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und Ohren zu halten. Kann mich noch jemand hören? Ja, was soll man sagen? Ach was, das dauert eine Weile. Jetzt aber erschrocken. Ah, so wie es aussieht, muss man es wohl hinlegen. Ja, so wandert das irgendwie weg.
Aussicht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen konntet. Also ist geringfügig laut. Und anscheinend ist da kein Behälter drin, der den Druck sammelt. Das heißt, das Ding muss wohl nonstop laufen, dass das funktionabel ist. Das werde ich jetzt gleich mal probieren hier. Drück mal einfach drauf. Aha, man sieht, jetzt geht nämlich nichts. Alles klar. Also muss der in Dauerbetrieb sein, wenn man mit pustet. Aber na gut, da fährt man ja auch einen Ein- und Ausschalter. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Jetzt bin ich erstmal baff. Und ja, was soll man sagen? Jetzt kommen da noch die Düsen da drauf. Dann probiere ich es nachher mal aus. Da mache ich dann vielleicht mal das nächste Video von. Das war jetzt erstmal das Unboxing. Und ja, jetzt tobe ich mich da mal schön aus mit dem Gerät. Da sage ich mal bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen. Bis dann. Tschewa. Einen habe ich noch. Kennt mich ja. So, ich habe das mal eben umgebaut und habe da die Düsennadel drauf gemacht zum Boosten, was mir Hauptsache, also was mich am meisten interessiert, um die Karre sauber zu kriegen. Und jetzt teste ich mal aus, jetzt booste ich mir mal damit, ja, ins Gesicht soll man dann für sich nicht machen, aber damit weiß ich dann ungefähr die Stärke, weil ich muss das ja mit einer Hand machen, mit der anderen filme ich ja. So, jetzt Ohren zu halten. So, das reicht auf jeden Fall aus und jetzt geht's an mit Putzen. So, jetzt bin ich aber weg. Bis dann. Tschüss.